Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Und ja, wegen Giacomo Fabiano auf YouTube. Er hat gemeint, ich sollte auch mit Macho Mayweather spielen, mit dem war ich echt gut. Na gut, ich hatte echt viel Glück gehabt, aber okay, wir versuchen es nochmal mit dem Macho Mai. Mal gucken, ob wir uns ein bisschen Siege erprügeln können mit ihm. Oha. Aus Deutschland, Mr. Nick. 503 Siege. Kennen wir den nicht schon? Ich weiß es gerade nicht. Aber natürlich gegen Fernkampf Gruppe B4. Na, wunderbar. Na, ob ich da eine Chance habe, ich bezweifle es. Natürlich versuchen wir natürlich unser Bestes zu geben. Ich hätte einen Dick dann mitnehmen sollen. Ich komme da nicht dran. Wenn ich näher ran will, passiert mir als was. Das geht nicht. Boah. Ich komme da nicht ran, das geht nicht. Keine Chance. Ey, was krieg ich denn momentan nur für Gegner? Das gibt's nicht. Also gestern der Teil war auch bei mir heute. Ja, genau. Direkt rein. Nein! Da bin ich endlich mal rangekommen an sowas. Wie geil ist das denn? Mr. Nick, wunderbar, danke. Wow, mit 3 KP, ey. Ach man, ist das langweilig. Geht doch. Ich wusste gar nicht, dass der da mit einem Schild aufbaut, ey. Versuch war es wert. Ach Mann. Das war natürlich echt blöd. Also mit dem Macho Mai, das ist echt schwierig gegen Fernkampf Pokémon. Das ist nicht gut. Na gut, wir suchen uns den nächsten Gegner. Mal gucken, ob wir da mehr Glück haben. Mr. Nick war klasse. Oh, Gruppe D5. 26 Siege, das dürfen wir kriegen. Ist natürlich nicht so ein schöner großer Erfolg wie sonst, aber gut, okay. Aber eine kleine Aufmunterung, falls wir das endlich mal wieder gewinnen. Wäre zumindest mal etwas.
Überroller, mein Freund. Das Pikachu müsste so Matsch sein, wenn er den so auf den Boden schleudert, ey. Hey, ich hab A losgelassen, was soll das? Oi. Jetzt bin ich dran. Nein! Nein! Warte auf, okay. Wie gesagt, eine kleine Aufmunterung. Mir tut's so für denjenigen leid, weil denen ging es jetzt wahrscheinlich genauso wie mir vorhin die ganze Zeit. Und gestern. Okay. Nächster Kampf, komm her. Suche läuft. Na super. Gruppe C2, was sonst? Vereinigte Staaten 789 Siege und Mewtwo von Carlos 07. Was habe ich dem Spiel angetan, dass ich so bestraft werde? Psycho gegen Kampf, wunderbar. Legendär gegen normal. Nein! Ein richtiger Haut drauf, Mewtwo, ey. Der haut da richtig drauf. Unfassbar, so kenne ich die Mewtwos gar nicht. Der gibt richtig Gas. Schon wieder. Es bringt nichts, okay. Nein. Naja, Konter oder Block wäre wurscht gewesen. Ich wäre so oder so drin gewesen. Shit. Wie gesagt, ich verstehe nicht, was ich verbrochen habe, dass ich so bestraft werde. Kann man nicht gegen gleich gute Kämpfer spielen? Meine Güte. Wie soll man da Erfolgsquoten kriegen oder Aufstiegschancen bekommen, wenn man einfach nicht gegen gleich gute spielen kann? Ich bezweifle, dass ich sowieso jemals Gruppe B oder A erreichen werde, aber C wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Oh, der schon wieder. Mr. Nick, nichts gegen dich. Aber ich habe einfach nur Chancen wirklich gegen Fernkampf. Denke ich zumindest.
Ah, oh, jawohl. Ah. Oh, an den kommt. Halt doch mal deinen Mund. Meine Güte hier. Ich hab schon gedacht, ich hätte jetzt ein K.O. gemacht. Ich hab da keine Chance ranzukommen, ey. Das ist so mies, ist das. Schade, also ich persönlich finde, das ist jetzt kein guter Teil hier. Wir versuchen nochmal einen Kampf. Wir sind zwar bei 13 Minuten, aber vielleicht haben wir ja mal Glück und kriegen mal einen gleichwertigen Gegner. Wen haben wir? Stefano, Siege 13 Italien, Skillapa, das klingt auch vielversprechend. Oh, das klingt irgendwie so arm. Unfassbar. Gruppe E2. Uiuiuiui. Ui. 1-0. Stefano, es tut mir so leid. Ich weiß, wie du dich fühlst. So fühle ich mich nämlich schon die ganze Zeit. Ach ja, stimmt, da funktioniert es ja gar nicht. Ah! Wollte ihn gerade eine runterhauen, ey. Bing. Ah. Irgendwie klappt das nicht so gut. Hey! Haut der ab? Ach komm schon, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh. Die Verbindung zum Gegner ist abgebrochen. Also, dann. Mann, ey!
Als ob ich sowas machen würde. Ich hatte auch null Chance bei den letzten Kämpfen, ja? Und trotzdem flüchte ich nicht einfach raus. Was soll der Mist? Oh, ihr seid so Loser. Ich war auch haushoch unterlegen gegen die anderen und hab's trotzdem versucht. Und bin ehrenhaft in den Untergang gegangen. Aber gut, okay. Nicht jeder kann ehrenhaft sein. Und na gut, wir sehen uns beim nächsten Teil. Es tut mir so leid, dass dieser Teil echt totale Niederlage war. Außer einer. Zwei wären es gewesen, aber gut, okay. Der eine ist geflüchtet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Zur Unterhaltung auch. Und wie war dein Name nochmal? Das muss ich doch echt nochmal gucken. Giacomo Fabiano. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden. Okay. Bis denn. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.